So, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit damit verbracht, mit den Mods rumzudoktern. Ich habe jetzt einige Mods aussortiert, die nicht unbedingt zwingend notwendig sind, und habe es hinbekommen, dass wir jetzt sowohl den Place Anywhere Balken haben, das Place Anywhere Tool, das uns sehr helfen wird, hoffentlich. Als auch den OC Decorator und die ganzen Ah ja. Genau. Settlement Object. Somit haben wir wirklich eine Vielfalt an Möglichkeiten jetzt zur Verfügung. Ich bin gespannt. Hallo, Elisabero, wie geht's? Freut mich, hallo. Und hi, Metatron. So, eine Sache, die ich aber Du mir sein jetzt Vermögen, gedacht Herr habe. Beim letzten Fortgefahren, Video das habe Sie ich noch darüber bewahren. geredet, dass man hier jetzt die Tische schön dekorieren könnte. Das Problem ist jetzt aber, jetzt passt mal auf. Es ist mir eine Wenn Freude, ich Sie zu jetzt, und sehen. ich glaube, das könnte wirklich ein Problem werden, denn wir befinden uns hier in einer Vault und diese Vault besteht aus vielen Einzelteilen. Und diese vielen Einzelteile werden unseren Place Anywhere Mod Balken hier auf der PlayStation wahrscheinlich ein bisschen irritieren. Da hätten wir halt auf dem PC oder auf der Xbox doch schönere Möglichkeiten, aber gut. Also, nehmen wir mal zum Beispiel diesen Becher. Wir können ja eben das Problem ist, ich erkläre es nochmal kurz, falls ihr euch nicht mehr erinnert, die letzte Folge ist ja auch schon wieder über eine Woche her. Den Becher können wir jetzt zum Beispiel nicht hier auf den Tisch platzieren. Das erlaubt uns das Spiel nicht, weil die Tische gar nicht als Oberfläche von dem Spiel wahrgenommen werden. Das Problem ist aber, wenn ich einfach nur lose Objekte draufstelle, dann fallen die einfach durch, wie wir es hier sehen, oder NPCs setzen sich rein und räumen dabei die Tische ab und das geht nicht gut. Deswegen würde ich die gern schön einzeln dekorieren. Und jetzt mit dem Place Anywhere Tool wäre das theoretisch möglich. Jetzt passt auf, jetzt platziere ich hier mal den Becher. Und jetzt kommen wir gleich zum Problem, das wir wahrscheinlich haben werden. Jetzt nehme ich hier nämlich dieses Tool. Also, nee. Und platziere das hier so vor dem Becher. Activate Place Anywhere. Ah, okay, das hat jetzt funktioniert. Meine Befürchtung war nämlich, dass wir nie die Objekte, die ich eigentlich gerne nehmen würde, nehmen können, sondern immer den Boden oder irgendwelche anderen Möbel erwischen. Aber wenn das funktioniert, dann ist alles gut. Weil jetzt haben wir diesen Becher und der hat jetzt keine Hitbox. Wir können den jetzt überall platzieren, wo wir wollen. Es ist komplett egal dem Spiel jetzt. Ich verstehe nicht, warum es diese Option nicht standardmäßig im Spiel gibt. Könnte man ja optional irgendwie anbieten. So von wegen hier, bleibe auf dieser Taste und dann. Aber gut. Whatever. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dass wir tatsächlich Objekte schön platzieren können. Jetzt muss ich mich mal kurz noch an die. An die. Dammit, wie war das gleich nochmal? Ah, verdammt, wie ging denn? Könnt ihr mir im Chat vielleicht schnell helfen? Wie ging denn das gleich nochmal mit dem Controller, dass man Objekte näher an sich ranzieht oder weiter wegdrückt? Irgendeine Taste gedrückt halten und dann geht das. Aber ich weiß nicht mehr welche. Und ich habe Angst, dass ich das jetzt verwerte oder kaputt mache. Was, Dreieck? Nee. Waren es irgendwas mit den Schultertasten? Ich bin mir nicht sicher. Ah, Mist, ich weiß es nicht mehr. Schade, das würde uns jetzt helfen. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Bis dahin muss ich das vielleicht ein bisschen auf Entfernung machen. Ich würde nur gerne vermeiden, dass die Dinger zu sehr schweben. Finish Place Anywhere. Und jetzt bringen wir den Balken noch weg. Den brauchen wir später wieder. Und jetzt haben wir hier eine Tasse stehen. Ja, ich meine, es ist alles ein bisschen aufwendiger, als ich das gerne hätte, aber es funktioniert. Ich glaube, damit werden wir jetzt wirklich die Kantine ein bisschen dekorieren, aber ehrlich gesagt will ich mich nicht zu lange aufhalten, denn ihr seht schon, das Platzieren von der einen Tasse, dass die jetzt ein festes Objekt ist, hat schon ein bisschen lange gedauert. L1 und R1 dachte ich auch, aber damit hat es gerade nicht funktioniert aus irgendeinem Grund. Aber gut. Ich werde jetzt mal die Sachen, die am Boden rumliegen, aufheben. Und die, die noch auf den Tischen sind, bleiben auf den Tischen.
Sag mal, haben wir eigentlich Sound in dem Spiel oder nicht? Ich habe schon Sound von dem Spiel gehört, aber manche Sachen, die meiner Meinung nach Sound machen sollten, höre ich nicht. Es ist ein bisschen seltsam. Wo sind wir hier gelandet? Ah, wartet mal, eine Sache. Ich habe nämlich die Musik ausgemacht. Ich könnte man wieder mal anmachen. Musik. Dann hören wir vielleicht wenigstens ein bisschen Walt-Gedudel so. Die Stimmen mache ich ein bisschen leiser, weil hier reden die Leute gern mal sehr viel. Radio muss leider ausbleiben, ne? Hilft nix. Leider. Aus Urheberrechtsgründen. Wahrscheinlich ein Fehler wegen der Mods. Ja, kann schon sein, dass es leider daran liegt. Abraxa, hallo, wie geht's? Wie geht's? Ich glaube nämlich wirklich, die Objekte, die ich weiter hinten auf die Tische gestellt habe, die können einfach so als physikalische Objekte stehen bleiben, weil sich die Mods, die Bots nicht von der Seite auf die Stühle sitzen können. Die setzen sich, wenn dann, nur hier hin und da passiert nichts. Da glitschen sie nicht durch die Tische durch und so weiter. Ich glaube, deswegen können wir Sachen, die hinten platziert sind, hier stehen lassen. Nur die, die vorn platziert sind, müssen wir nochmal neu platzieren. Hier die Mitte haben sie, glaube ich, schon recht gut abgeräumt, oder? Na, es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Die Tasse räumen wir auf. Das wird schon. Ah, Das wird eine du hübsche bist Vault hier. unser Stimmt's? Aufseher. Wie viele Leute kriegt man da wohl rein? Eben. Hey, André, danke fürs Abonnieren. Freut mich sehr. Und danke für den Emoji, der dadurch freigeschaltet wurde. Yay! Ich erkenne überhaupt nicht, was das sein soll. Ein leuchtender Maiskolben? Celebrate 2020. Naja, gut, okay. Wenn du meinst, Twitch, so super viel gibt es da nicht zum Zelebrieren, befürchte ich, aber. Ja. Kommen die eigentlich auch alle Walls irgendwie Machen gleich wir das vor? Beste draus. Meine Datenbanken Ja, ich fürchten meine, hey, Zahlungen komm, von ein paar Vorgängern Sachen aller jetzt gegen Art. Ende waren schon gut noch. Ich Was bin ist denn froh, hier sicher in einem eigentlich? Vault zu sein, Ach so, Aufseher. das ist nur irgendwie ein durchsichtiges, nicht existierendes Glas. Okay, alles gut. Na dann. Hier die Tipps, weil sie halt alles umschmeißen müssen, die Bots. Sonst könnte man hier viel leichter, viel schöner dekorieren, aber es hilft ja nichts. Abraxe! Danke für die Bits! Das Bitglas. Oh, das ist aber sehr leer geworden. Na, cool, danke fürs Auffüllen. Der frühe Landsquid unterwirft den Wurm. Hätte nie gedacht, dass irgendjemand Hä? hier wohnt. Was? Immer Ach, weil der wieder Stream heute früher losgeht. Unbequem Das ist gefunden. eigentlich nur, weil heute der dritte Mehr als 100 Leute Special in einem Stream des Vault sehen Monats aus wie ist und die sind Touristen. immer besonders lang, die dritten Special Streams. Und wenn ich da erst Ich würde um lieber sterben, als 19 in Uhr einem anfange, wie Vault auf einer normalerweise, Bank zu geht der immer sitzen. irgendwann bis 3 Uhr morgens und ich glaube, das halte ich heute nicht durch. Hey! Nee. Ah ja, stimmt. Ich habe hier ganz viele Mods, zum Beispiel auch die, dass man detailliertere, bessere Siedler hat, die man auch umziehen kann und sowas, habe ich rausgeworfen. Musste ich, anders wird es nicht gehen. Aber schön, dass man hier zumindest zieht. Das war mir gar nicht klar, dass er zum Beispiel hier unser Waffenhändler ist. Gehen die jetzt gerade, wo kommen die eigentlich alle gerade her und wo gehen die alle hin? Ist es nachts oder so? Schwer zu sagen. Naja, dekorieren wir weiter die Vault. Ich werde jetzt gleich hier in der Halle. Das machen wir jetzt, glaube ich. Das ist eine gute Idee. Hier in der Halle ist noch relativ viel Fläche. Die Haupthalle will ich übrigens noch sehr viel schöner dekorieren. Ich meine, das hier ist schon irgendwie okay, aber hier muss es noch viel mehr haben. Viel mehr Rambazamba. Was? Rambazamba? Das ist so überhaupt nicht das Wort, das ich gerade gesucht habe. Aber gut. Viel mehr davon. Und mehr. Das muss eindrucksvoller aussehen. Ich suche jetzt nur ein paar Sachen, die jetzt speziell für die Kantine cool wären und platziere die hier mal. Und dann holen wir uns die alle einzeln und räumen ein bisschen schön die Kantine ein. Damit das auch aussieht, als ob da Betrieb wäre, als ob da ein bisschen Leben wäre. Bringen wir ein bisschen Leben in die Kantine. Ah, NPCs. Ich weiß nicht, Deacon. Was? Warum? Muss das jetzt sein?
dass der hier durchs Bild latscht. Hier die Five Nights at Freddy's Figuren. Nein, nicht wirklich. Ich habe jetzt endlich mal im Games Pass Five Nights at Freddy's gespielt. Hab mich so ein bisschen durch die ganzen Teile durchgespielt. Und weil ich einfach mal so ein bisschen die Faszination von damals und den Hype erleben wollte. Und ich glaube, mich spricht das nicht an. Also auch auf einer Gruselebene spricht mich das nicht an. Ich finde das auch nicht besonders gruselig. Ich glaube, ich habe so die Theorie, die These, eventuell muss man da wirklich in den USA aufgewachsen sein. Und wirklich diese Chuck E. Cheese-Filiale kennen, die es ja bei uns nicht gibt, die ja der Atari-Gründer ins Leben gerufen hat, nachdem Atari quasi erstmal weg war, wo wirklich diese animatronischen Figuren unterwegs waren. Damit man vielleicht, ne, wenn man damit aufgewachsen ist als Kind, kann man diesen Horror, den die verursachen, vielleicht besser. Ich meine, der Stil von dem Spiel und sowas, das ist schon unheimlich. Das ist schon, ne, es ist auch vom Sounddesign her ganz gut. Aber diese Figuren an sich finde ich jetzt nicht gruselig. Die funktionieren für mich halt nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich an so ein kulturelles Ding ist. Weil es war ja schon international erfolgreich, nicht nur in den USA. Aber ja. Das ist eine Riesenameise neben der Küche. Ich habe hier nämlich einen Mod gehabt mit placeable NPCs. Den musste ich auch streichen eigentlich. Deswegen wundert es mich, dass die Ameise noch hier ist. Das Problem ist, wenn ich die Ameise abreißen will, dann stürzt das Spiel meistens ab. Deswegen bleibt die jetzt hier. Das ist jetzt hier unsere Küchenameise. So abends dann quasi kommen so die Abfälle aus der Küche und die kriegt dann die Ameise. Wie bei den Flintstones. Dum, dum. Dim, dim, dim. Also ich meine, die haben keine Ameise, sondern irgend so einen Dinosaurier unter den Tresen. Aber vom Prinzip her quasi genau das Gleiche. So, Kitchen and Dining. Jetzt wird's interessant. Suchen wir mal ein paar Nahrungsmittel, die nicht total widerlich aussehen. Die ich im Inventar habe. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ich glaube, die Teller sind zu klein für diese Riesensteaks hier, aber passt schon. Sowas wäre gut. Nudeln mit Schüssel, aber habe ich jetzt nicht im Inventar. Schade, schade. Ein Blümchen. Five Nights at Freddy's. Das war schon ein Phänomen, oder? Der letzte Teil der Reihe. Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich der letzte ist, aber der letzte, den ich gespielt habe, der in diesem Game Pass mit drin war. Der fünfte, glaube ich, oder so, wenn mich nicht alles täuscht, ist schon auf einmal irgendwie ganz, ganz anders. Der hat irgendwie so gar nichts mehr mit Five Nights at Freddy's zu tun anscheinend. Da ist man dann plötzlich ein kleines Kind in seinem Zimmer und muss dann immer wieder quasi ohne Taschenlampe in seinen Schrank oder die rechte oder die linke Tür gucken und horchen, ob man Geräusche hört. Und wenn nicht, wenn man keine Geräusche hört und das Monster, das lauert, noch nicht nah dran ist, kann man mal kurz mit der Taschenlampe in dem Flur leuchten, ob man was sehen kann. Und das ist im Grunde das ganze Spielprinzip. Ähnlich wie natürlich das erste Five Nights at Freddy's, wo man in dieser Filiale sitzt und die animatronischen Figuren überwachen muss mit der Überwachungskamera. Aber irgendwie hat das, warum heißt das noch Five Nights at Freddy's? Man ist gar nicht mehr at Freddy's. Und, naja, aber ich schätze halt der Name, der Name der Reihe war noch populär genug, dass man halt auch mal ein ganz anderes Horrorspiel im Grunde unter dem Namen noch rausbringt. Wer weiß. Eieiei. Ich glaube, schon langsam sollten wir zu dekorieren anfangen. Ich glaube, das wird zu viel. Ich glaube wirklich, das wird überladen da drin. Schon langsam. Aber ich gehe noch ein bisschen durch. Ein paar Sachen stellen wir vielleicht noch rein. Meine Güte, warum habe ich so viel Nuka-Colas? Wo kommen denn die alle her? Ja, wahrscheinlich aus den Nuka-Cola-Automaten. Oh, das ist ja ein Wime-Automat. Ich habe hier drin gar keinen Nuka-Cola-Automat, aber eine Nuka-Cola-Selbst-Mixstation. Naja, gut.
So, ein bisschen Kitchenware. Haben wir in der Küche theoretisch noch Platz für ein bisschen Kitchenware? Die ist eigentlich schon schön dekoriert, finde ich. Oh ja, in das Regal. Töpfe und Pfannen und Zeugs in das Regal. Ja, da schaut ihr, oder? Wie ich ja alles schön auf den Boden stelle. Nicht schlecht. Da gucken Sie. Können Sie gar nicht fassen, wie schön das hier alles wird. Ja, ich räume das schon wieder weg. Du brauchst gar nicht so. Das ist nur vorübergehend. Ich bin ja quasi schon dabei. Ich mache das hier für euch, damit ihr eine schöne Wall habt. Also guckt nicht so vorwurfsvoll, Mensch. Also wirklich undankbares Pack hier. Da suche ich hier aus meinem ganzen Inventar die Tausenden von Objekten zusammen, die wir jetzt hier brauchen, damit es da drin schön wird. Und wie wird es mir gedankt? Mit argwöhnischen Blicken von der Seite. Das ist nicht nett. So, die zwei Kategorien schauen wir jetzt auch noch schnell durch. Bam, 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 bam. Ah, Tassen haben wir genug, oder? Na komm, machen wir noch zwei andere Tassen. Aber jetzt ist Schluss, Mensch. Jetzt ist Schluss. Teller. Ja, Teller brauchen wir, glaube ich, tatsächlich noch. Oh Gott, ich hoffe, das funktioniert alles einigermaßen. Und theoretisch hätte ich auch wirklich gern ein paar Gabeln und Messer, aber da werden wir blöd. Da werden wir total bescheuert, wenn wir jetzt wirklich auf jeden Tisch Gabel, Messer und Löffel legen. Deswegen werde ich nur einige wenige da drin verteilen und sonst nix. Weil, come on. Irgendwann ist auch mal Schluss. Okay. Ich glaube, die anderen Kategorien lasse ich jetzt einfach auch gleich mal. Vielleicht ein paar Körperteile, ne? Ich meine, Fleisch sind auch Körperteile. Insofern, warum nicht? So ein Schädel irgendwo auf dem Teller, als Gag, als Easter Egg hinten im Eck. Ich meine, Strong muss auch was essen. Ich meine, der isst alles. Der muss nicht unbedingt Menschen essen, aber er könnte. Nee, okay. Ich würde sagen, dann nehme ich jetzt mein Place Anywhere Tool. Ja, genau, das ist auch nicht schlecht. Einfach gleich so ganze Bodenplatten ins Diner reinstellen. Ja, Picknickdecke, los geht's. Ich habe doch sogar noch hier einen rumstehen. Benutzen wir den, damit ich nicht alles voll spamme mit denen. Ist ja auch nicht schön. Okay, Achtung, ich stelle das jetzt hier einfach hin und dann schauen wir, was wir bekommen, oder? Es ist jetzt ein bisschen. Und wir haben ein einzelnes Messer, glaube ich. Okay. Ein einzelnes Messer. Ja, die Schultertasten, ja. Ich habe das auch so in Erinnerung, dass das eigentlich. Aber es funktioniert leider nicht mit den Schultertasten. Warum nicht? Ich dachte nämlich auch. Naja, muss es so gehen. Okay, das wird jetzt bei den kleinen Sachen echt schwer, dass das einerseits nicht zu sehr durchglitscht und andererseits nicht zu weit über dem Tisch schwebt. Das ist jetzt hier chirurgische Präzisionsarbeit, die wir hier leisten müssen. Wenn ich das schaffe, dass die Tische hier schön dekoriert werden, dann werde ich, glaube ich, irgendwie Chirurg. Oder ich bastel so ganz filigrane Basteldinger. Oder nix von alledem. Okay, perfekt, würde ich sagen. Ja, wirklich, wunderbar. So viel Aufwand für so kleine Effekte. Aber hey, komm, perfektionistisch und so. Warum funktioniert denn das nicht? Ich verstehe es nicht. Ich muss echt, warum, wenn ich jetzt das Objekt hier nehme, einfach so ganz normal, warum kann ich das nicht schieben und nicht. Ich weiß genau, dass das eigentlich geht. Dammit. Na, es ist wahrscheinlich wirklich irgendein Mod, der das verhindert. Na gut, wir kommen klar. Wir schaffen das auch ohne. Warum stehen die da? Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist komisch, ne? Irgendwie spinnen die ein bisschen. So, was haben wir? Eine Packung. Blamco Mac and Cheese. Das wollte ich eigentlich hier so hinter den Tresen irgendwo stellen. Vielleicht ins Regal oder aufs Regal.
Ich stelle das mal hier unten ins Regal. Auch wenn das schon geöffnet ist, die Packung. Bedenklich. Oh, bei den Läden unten. Oh, da können wir dekorieren. Da können wir die Regale schön einräumen. Ah, Mann. Bis wir die Vault auf der PS5 auch nicht mehr betreten können. Das ist der Plan. Das ist wirklich mein Plan. Wir dekorieren die Vault so lange, bis wir die auf der PlayStation 5 auch nicht mehr betreten können. Weil das Spiel sofort abstürzt, sobald ich nur dran denke, die Vault zu betreten. Und dann warten wir auf die PlayStation 6 und machen weiter. Ob die PlayStation 6, ha, ist wirklich, könnte man Wetten abschließen, könnte man drüber nachdenken, ob die PlayStation 6 vor Fallout 5 kommt. Was kommt vorher? Ich würde nicht, keine Ahnung, wirklich, ich würde keine Wetten abschließen. Sagen wir, die PlayStation 6 kommt in 6 Jahren oder in 7 oder vielleicht auch in 8. Ich würde nicht unbedingt wetten, dass ein neues Fallout von Bethesda in der Zeitspanne kommt. Ehrlich nicht, keine Ahnung. Eine Pfanne. Die stellen wir ins Regal. Das ist eine saubere Pfanne. Ich glaube, hier wird es echt schön. Ich glaube, mit diesen Mods, die ich jetzt hier habe, mit dieser Mod-Sammlung, können wir das hier richtig schön machen. Ich glaube wirklich, das wird dann, wenn hier ein bisschen aufgeräumt ist, das wird nice. Hallo, Xonors, wie geht's? Hey, und Ramsi, hallo. Schön, dass du auch noch mal hier Zeit gefunden hast. Du hast ja schon gesagt, dass zurzeit super stressig ist bei dir. Freut mich, dass du auch mal wieder da bist. So. Ja klar, ich habe ja, vielleicht hast du das eben gar nicht mitbekommen, weil zurzeit Stress und so. Aber ich habe ja die Patreon, auf Patreon nochmal eine Abstimmung gemacht, ob dadurch, dass jetzt die PlayStation 5 da ist und Fallout wieder läuft einigermaßen, ob Interesse besteht an einem Let's Build, dass das Let's Build in der Vault fortgeführt wird. Und die Zustimmung war so unglaublich überwältigend bei ungefähr, also jeder hat dafür gestimmt im Grunde. Es gab keine Gegenstimmen, alle wollten Fallout Let's Build. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, gut, dann machen wir jetzt pro Woche quasi Patreon-folgenmäßig ungefähr, Pi mal Daumen, ab und zu fällt mal eine Folge aus, leider. Aber wenn ich es hinkriege und ich gebe mir größte Mühe, eine extra lange Folge Cyberpunk und eine extra lange Folge Let's Build in the Vault. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass wir das jetzt gleich hier in unseren super langen Special Stream so ein bisschen einbinden. Vier Leute haben davon was mitbekommen und alle haben dafür gestimmt. Nee, es waren wirklich, ich glaube wirklich, also wenn ich Discord und Patreon zusammenrechne, waren das bestimmt gut die Hälfte aller Patreons. Also eine höhere Wahlbeteiligung als die USA in der Regel hat. Das fand ich wirklich krass. Ich finde das wirklich krass, ehrlich gesagt, dass irgendwie dieses Jahr davon geredet wurde, dass so unglaublich hohe Wahlbeteiligung in den USA war. Und dann waren es irgendwie 60% oder so. Das ist gerade so repräsentativ, finde ich, für eine Demokratie. Das ist schon ein bisschen krass, aber gut, okay. So ist das halt. Tassen, Tassen, Tassen. Ich bin echt gespannt, ob es nicht zu voll wird letztendlich. Aber hey, abgeräumt ist schnell wieder. Mit den Mods, die Dinger platzieren, ist eine ganz schöne Rumfiedelei. Aber wegscrappen kann man schnell wieder. Wenn irgendwo dann doch zu viel steht, weg damit. In Zahlen sind das so, ich glaube, um die 20. Denke ich mal. Tada! Cooler.
Oh, ich habe hier so viel platziert. Bin ich eigentlich bekloppt? Aber gut, das machen wir jetzt hier. Zack, zack. Auf geht's. Wenn die so ein bisschen in den Tisch glitschen, merkt man es meistens gar nicht. Höchstens, wenn man oben reinguckt, aber das, na, komm. Also wenn der Glitch-Inspektor von Bethesda kommt und sich die Vault anguckt, dann wird er aber sagen, ui, ui, ui. Hier wurde aber viel rumgeglitscht. Und dann kriege ich eine Glitch-Verwarnung. Deswegen müssen die Schüsseln sehr gut platziert werden. Weil wenn der da reinguckt und dann sieht er Tischboden in der Schüssel, dann haben wir ein Problem. Das wird teuer. Ah. Jetzt wäre es echt gut, wenn das funktionieren würde, dass ich das Ding wegbewegen kann. Aber sehr egal. Es ist schon cool. Also ich bin wirklich immer wieder begeistert, was die Modder-Community aus den Mods auf der PlayStation 4 rausgeholt hat. Weil man darf nicht vergessen, dass man keinen Code, keine Zeile Code und auch sonst nichts hinzufügen darf zu dem Spiel. Keine Grafik, keine Textur, nichts. Und trotzdem haben die es geschafft, solche Mods hier zu machen. Das ist schon irre. Ich glaube, da haben wirklich ein paar sehr kreative Menschen, sind da auf sehr kreative Lösungsansätze gekommen für anfangs undenkbare Mods. Das ist schon irre. Am Anfang hieß es ja immer, hier, das können wir nicht machen und das ist auch unmöglich und das geht leider auch nicht. Und dann kommt irgendwer und sagt, doch, hier, guck mal, hier, bam. Glitchy, glitchy. Und dann geht's auf einmal. Das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Ah ja, die Servierwägen haben wir auch noch, ne? Das wird schön hier. Five Nights at Freddy's. Ein Phänomen damals, eine Zeit lang, ne? Hab mich damals nicht mitgenommen und kann ich auch jetzt nur schwer nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber ja. Ich kann viel nicht nachvollziehen. Warum ist zum Beispiel damals Candy Crush Saga so durchgedreht, dass das heute immer noch eins der größten Match 4-Spiele ist, obwohl dieses Spielprinzip so alt ist wie meine Oma? Und es gab Candy Crush macht nichts anders. Nichts anders. Das muss Marketing gewesen sein oder einfach nur Glück. Ich weiß es nicht. Aber es gibt keinen Grund dafür, warum ausgerechnet Candy Crush so durchdreht. Habe ich mich schon öfter gefragt. Was ist da passiert? Uralte Spielprinzip, uralt umgesetzt auch. Genau das gab es schon auf dem NES wahrscheinlich. Wenn nicht sogar schon auf dem Atari, keine Ahnung. Warum ausgerechnet Candy Crush? Verstehe es nicht. Warum liegt da ein Becher unten? Warum drücke ich da und kreise, wenn ich mich ducken will? Ich glaube, das ist Cyberpunk. Cyberpunk, wenn ich aufstehen will, drücken wir auch nicht Kreis, Hirn. Was haben wir jetzt? Ah, das hätte ich nicht gedacht. Ich wollte die Vase nehmen. Stattdessen haben wir jetzt hier diesen gut erhaltenen Kuchen. Na, warum nicht? Die Verfügbarkeit auf dem Mobiltelefon, das wird wahrscheinlich schon eine Rolle spielen, das stimmt. Aber auch da zu der Zeit gab es auf dem Handy schon Millionen von diesen Match 4 oder Match 3 Spielen oder wie auch immer. Naja, wie dem auch sei. Ich habe jetzt auf der Xbox privat ziemlich viel State of Decay 2 gespielt. Ich habe auf dem PC schon damals den ersten Teil gern gespielt und habe jetzt auch den zweiten viel gespielt. Eineinhalb Mal durchgespielt quasi. Und das ist echt ein Spiel, das macht mir Spaß. Also das ist sehr simpel, ein sehr simples Gamey-Game.
Ohne fancy Sachen, ohne fancy Story, ohne fancy Inszenierung, wirklich nur auf Spielmechaniken beschränkt. Aber das funktioniert für mich sehr gut. Da könnte meiner Meinung nach, aber da mögen die Meinungen auseinandergehen, auch ein Fallout und ein Bethesda könnte sich da viel abgucken von dem Spiel. Persönlich sage es ja immer wieder, aber ich bin absolut kein Fan davon, dass in dem Bethesda-Rollenspiel alles wieder spawnt. Das nervt mich furchtbar. In der offenen Welt meine ich jetzt die Locations, dass die sich resetten. Ich will halt, wenn ich was untersucht habe, will ich, dass das untersucht bleibt. Und na, die Gegenargumente kenne ich. Dann ist die Welt leer und dann kann man nicht mehr so viel looten und dann gehen einem die Rohstoffe aus und. Das ist alles klar, aber trotzdem mag ich das Gefühl nicht, dass alles, was ich gemacht habe, nach ein paar Spielstunden wieder zurückgesetzt wird. Naja. Ramsi, danke fürs Prime-Abonnieren. Seit 29 Monaten. Verrückt. Das sind über 2 Jahre. Streame ich überhaupt schon so lange? Ich meine, offensichtlich. Aber ich glaube wirklich noch nicht sehr viel länger, zumindest regelmäßig, ne? Glaube ich wirklich. Und Abraxa, danke nochmal fürs Glas auffüllen. Für die köstlichen, köstlichen Bits. Weil State of Decay macht es eben wirklich sehr schön, dass alle Locations. Oh, genau das habe ich befürchtet, dass das irgendwann mal passiert. Dass alle Locations auf der Karte halt wirklich im Grunde einzigartige ja, Locations halt sind, Gegenden sind, Gebäude sind, die man durchsuchen kann, die man looten kann. Man hat sogar eine Anzeige, wie viel Loot man noch finden kann in dem Haus. Also sehr gamey. Das macht auch überhaupt keinen Sinn oder so, aber es macht Spaß. Und dann, wenn das Haus vollständig geplündert ist, wenn man alles gefunden hat, wird es auf der Karte grau und fertig. Und dann kann es höchstens passieren, dass sich dann nochmal irgendwie so ein Zombie-Nest einnistet, dann muss man noch mal rein, um das auszuräumen, damit sich hier nicht zu viel Zombies ausbreiten in der Gegend. Aber im Endeffekt ist das dann abgehakt. So fertig, bam. Und dann kann man so ein bisschen die Karte einfach vervollständigen. Kann man wirklich einfach alle Gebäude in einem gewissen Bereich einfach durchsuchen, plündern, abgrasen und fertig. Und das ist irgendwie cool. Das finde ich super motivierend. Wie gesagt, das Spiel, ne, das ist jetzt kein sehr anspruchsvolles Spiel. Das ist nicht sehr kulturell wertvoll oder in irgendeiner Form storymäßig interessant, aber so rein vom Gameplay her macht mir das wahnsinnig viel Spaß. Barsch und leer, ganz genau. Hallo, El Don Camillo, du spielst gerade Fallout 76 und farmst AFK-Fusionskerne. Wie geht das denn? Spawnen die irgendwo so häufig? Oder wie? Weil wir gerade bei respawnten Sachen sind. Noch nie gehört von dem Spiel, von State of Decay. Das ist so ein Microsoft-Spiel. Da kommt jetzt auch für die Series der dritte Teil. Da bin ich echt schon gespannt drauf. Weil wie gesagt, ich habe den ersten gern gespielt. Und auch der zweite macht mir Spaß. Das ist auch quasi, das hat Permadeath, das Spiel. Also wenn dein Charakter stirbt, ist er wirklich tot und wird auch zum Zombie unter Umständen, wenn er die Blutseuche sich eingefangen hat. Und man hat halt da so ein Lager von Überlebenden und sammelt auch andere Überlebende, die man dann in seine Gemeinschaft aufnimmt. Also das ist, ne, und du kannst dann jeden von deiner Gemeinschaft spielen. Auch das, und jeder hat eigene Skills und Fähigkeiten, die teilweise fürs Lager, aber teilweise auch fürs Erkunden nützlich sind. Das ist wirklich ein reines Loot-Spiel. Auch wenn es um die spielbaren Charaktere geht. Auch die lootet man in gewisser Weise und sammelt die. Aber ja, wie gesagt, genau das, weil es so ein simples Loot-Spiel ist, genau deswegen gefällt mir das auch. Das will auch gar nicht mehr sein. Mit dem Fusion Core Prozessor. Ach so. Du stellst die quasi her im Grunde und wartest. Alles klar. Ich dachte schon, das ist wieder irgendein lustiger Glitch, den man ausnutzen kann oder so. Hey, jedes Mal, wenn ich hier reingehe und was platziere, wird es hier drin ein bisschen gemütlicher und wohnlicher, oder? Ich finde schon. Ich finde die Blümchen und Tassen, die machen schon was aus. Sehr schön. Und noch ein schönes Küchelchen. Sehr cool.
dann sieht es ja bald wie ein richtiges Diner aus. Wie gesagt, bis die PlayStation 5 abschmiert. Ich bin leider überladen, deswegen kann ich nicht so viel rumlaufen. Hi, it's Softworks. Ja! Die Vault läuft. Sie lebt wieder. Selbst auf der PlayStation 5, gut, dass wir gerade drüber reden, läuft sie nicht super stabil und ich sollte öfter mal speichern. Aber nicht mal ansatzweise im Vergleich zur PS4 natürlich. Also was heißt natürlich, aber das war halt meine Hoffnung und es hat funktioniert. Da sitzt quasi ein alter Mann in seinem Schaukelstuhl mit seiner Minigun und Powerrüstung vor einem Gerät und schreit: Runter von meinem Rasen! Beim Fusion-Prozessor von Eltern Camillo. Wahrscheinlich so ähnlich. Irgendwie machen die Sachen, die ich halte, komische Sachen, oder? Wenn ich meine Kamera schwenke. Die fangen an, ziemlich verrückt zu glitschen. Aber gut. Das ist in Ordnung. So, hier ein bisschen Salz und Pfeffer. Der einzige Tisch mit Salz und Pfeffer hier. Da werden Kriege drum geführt. Hier am Tresen stehen auch noch Salz und Pfeffer. Stellt euch nicht so an hier, Leute. Lädt die PS5-Version schneller als die PS4-Version? Ja, ich habe es noch nicht getestet. Also ich habe keine direkten Vergleiche gemacht, aber ziemlich eindeutig sind auch die Ladezeiten kürzer. Die sind auf der PlayStation 5, obwohl jetzt Fallout noch nicht angepasst wurde für die neuen Konsolen, sind die in der Regel so um die 10 Sekunden lang. Und ich glaube, oder schon, also würde ich schon ziemlich sicher sagen, dass die auf der PlayStation 4 deutlich länger waren teilweise. Schon langsam weiß ich nicht mehr, wohin mit dem Zeug hier. Aber da packen wir den Topf über auf die Pfanne. So, schön. Unmöglich ohne den Glitch-Mod wäre das hier. Hey, das funktioniert so gut. Ich hätte wirklich gedacht, wir kriegen viel mehr Probleme damit, dass wir auf den Boden oder irgendwelche anderen Objekte, die wir gar nicht haben wollen, hochheben mit diesem Glitch. Aber es funktioniert wunderbar. Ich okay, da hinten schwebt ein Kuchen ziemlich hoch. Aber abgesehen davon funktioniert es echt wunderbar. Es ist alles umständlich. Es ist alles ein bisschen klobig und so. Aber hey, super nice. Nur dich, kleinen Kuchen. Ah ja, genau. Du funktionierst ja jetzt nicht mehr mit dem Anywhere-Glitch-Dingens. Da müssen wir dich nochmal hier abstellen. Später. Ich häng fest. Ich schaue immer mit einem Auge in die Chats, in den Chat und bin dann total, lauf dann gegen die Wand. Und bin tot. Der Tisch sieht noch sehr nackt aus, ne? Der braucht dringend noch ein bisschen Dekoration. Ach, die Vault wird nice. Ich bin echt froh, dass wir hier ein bisschen weiter bauen können. Ich muss mal ein paar Teller verteilen, weil bevor ich die Teller nicht verteilt habe, kann ich die... Okay, das Steak... Wie lange liegt das schon hier? Das sieht nicht mehr gut aus. Kann ich die Steaks nicht verteilen? Also ich würde die halt gern auf die Teller legen. Ja, jetzt ist unser Charakter ganz schön außer Atem. Habe ich mir schon gedacht. Was ich jetzt auch gespielt habe, ist Super Hot Mind Control. Ich habe ja schon Super Hot gerne gespielt. Das ist einfach ein cooles Spiel. Das ist sowohl vom Gameplay als auch von der Story her, war das schon echt super. Und habe jetzt eben auch den zweiten Teil, Super Hot Mind Control. Wie heißt das? Es hat noch irgendeinen Zusatznamen. Deluxe oder so, keine Ahnung.
gespielt. Und das ist vom Gameplay her, finde ich, nicht mehr so gut wie der erste. Aber es hat halt eine Aussage, die sehr zeitgemäß ist. Gerade jetzt auch mit dem Release von Cyberpunk ist das wirklich, beschäftigt sich das mit einem absolut aktuellen Thema. Weil im Endeffekt sagt das, spielt man quasi am Anfang von dem Spiel so ganz normale Superhot-Level. Wie aus dem ersten Teil. Also, falls ihr das gar nicht kennt, das ist quasi so ein Spiel, das ist vom Grafikstil her sehr, sehr Stil. Hat einen sehr eigenen Stil. Da ist die ganze Welt im Grunde weiß, texturlos und die Gegner sind rot. Und wenn man die Gegner besiegt, also wenn man sie schlägt oder auch erschießt, dann zerspringen die, als wären sie aus Glas. Das sieht alles total stylisch und cool aus. Und die Zeit in dem Spiel läuft nur, oder zumindest fast nur, wenn du dich bewegst. Wenn du schießt oder dich bewegst oder irgendeine Aktion ausführst, dann läuft die Zeit weiter, auch für die Gegner. Ansonsten steht die fast. Das ganze Spiel ist ein Wet-Modus im Grunde. Und dadurch wird man halt zum ultra coolen Superhelden, der dann irgendwie einem Gegner eine Vase ins Gesicht wirft und dann die Waffe, die der fallen lässt, aus der Luft schnappt und ihn damit erschießt und die Waffe dann auf den wirft, der hinter einem steht, damit man ihm die Schrotflinte abnimmt. Und ne, da entstehen halt total coole, stylische Szenen, weil man eben die Zeit anhalten kann, beliebig im Grunde. Und das ist eben ziemlich cool. Genau. Und im zweiten Teil, im ersten Teil, ja, ist ja egal, aber im Grunde startet der zweite Teil so wie der erste Teil ist, so ganz normal. Und dann gibt es da die Möglichkeit, dass man mehr will. Man will mehr Inhalte, man will mehr Gameplay, mehr Spiel. Man gibt sich nicht mehr mit dem zufrieden, was der erste Teil hatte, man will mehr. Und dann sagt das Spiel, ja, okay, gut, du kannst schon mehr haben, aber warum willst du eigentlich mehr? Du hast überhaupt nichts davon, es ist nur more of the same. Du verschwendest hier dein Leben, anstatt was Interessantes Neues zu machen. Aber meinetwegen, hier hast du mehr. Und dann wird halt eine neue Spielmechanik eingeführt, dass eben zum Beispiel dann Gegner nur noch an gewissen Stellen verwundbar sind oder neue Waffen oder neue Perks, also Hex heißen die in dem Spiel, Fähigkeiten. Das wird dann alles so ein bisschen Roguelite-mäßig so zufällig generiert teilweise und es gibt dann so eine Weltkarte, über die man sich bewegen kann. Es wird immer komplexer und komplexer und immer sagt das Spiel so, ja, hier hast du noch mehr, aber was willst du eigentlich? Sei doch jetzt bitte einfach mit dem guten Kernspiel zufrieden. Warum willst du eigentlich immer noch mehr und immer noch mehr? Was ist denn da eigentlich los mit dir? Und genau, ich bin auch nicht durch mit dem Spiel, weil es teilweise auch wirklich schwer ist, aber ich bin gespannt, wo das hinführt. Das wird bestimmt noch in eine sehr interessante und coole Weise hin eskalieren. Und ja, genau, wie gesagt, dieses mehr von einem Spiel haben. Nicht einfach nur sich mit 20 Stunden oder 10 Stunden echt gutem Gameplay oder echt guter Story zufrieden geben, sondern man will halt gleich 120 Stunden und die Welt muss noch größer sein und man will 1000 verschiedene Waffen und so weiter und man sitzt dann irgendwie da und spielt irgendwelche Spiele, die einem eigentlich schon gar nicht mehr interessieren oder Spaß machen. Man will sie nur noch beenden, aber es ist halt, ne, so ein Overload. Und darum geht es im Grunde in dem Spiel. Und das macht das ziemlich gut und ziemlich interessant, finde ich. Und wie gesagt, ein sehr zeitgemäßes Thema. Super hot ist super hot, das stimmt. Ja genau, wie gesagt, auch das Gameplay an sich macht einfach Spaß. Aber dadurch, dass es so roguelite ist, beim ersten Teil waren die Level halt wirklich noch handgecraftet. Da war wirklich, die Gegner waren sinnvoll positioniert. Da musste man teilweise die richtige Taktik in den Level finden und so weiter. Und das gibt's halt im zweiten nicht mehr, weil da sehr viel zufällig generiert ist. Das ist halt, finde ich, vom Kerngameplay her nicht mehr so gut wie der erste. Aber das passt ja in gewisser Weise sogar zu der Narrative, die das Spiel da macht. Das passt ja sogar dazu, dass es sagt, ja, hier hast du noch mehr, aber es ist halt belanglos und blöd, aber bitteschön. Insofern ist es schon wieder genial, finde ich. Habe ich nicht noch irgendwo einen leeren Teller? Ah ja, ah, guck mal, Valentine isst jetzt ein Steak durch die Schüssel durch. Moment mal, essen Synths seiner Generation überhaupt? Müssen die essen? Anscheinend, ich meine, er isst. Tja, guten Appetit. Kann er überhaupt schmecken? Fragen über Fragen.
Ja, das Steak sieht irgendwie interessant aus, ne? Ich hab's mir auch gedacht, aber gut, okay. Ist bestimmt einfach nur, ist bestimmt ganz frisch und köstlich, nur von irgendeiner Kreatur, die blau mutiert ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was für ein Steak das ist, ehrlich gesagt. Irgendein Steak. Super. Hot. Super. Hot. Wurde das hoffentlich durchgebraten, wenigstens. Aber es ist schon ein bisschen, es sieht ein bisschen schimmlig aus. Naja, wird schon gut gehen. Ich stell mal noch hier so ein Küchlein an den Tresen. Das macht sich gut neben der Tasse, oder? Das ist so Amerika. So stelle ich mir amerikanische Steiner vor. Man sitzt hier im Tresen, hat eine Tasse Kaffee und irgendeinen Kuchen, der echt lecker aussieht, aber wahrscheinlich nicht essbar ist, weil er schmeckt wie Pappkarton mit ganz viel Zucker. Aber genau, so ungefähr, so muss das sein, finde ich.